Buonasera, meine Schalker-Freunde, Sportskameraden und YouTube-Freunde. Ja, bin gerade wiedergekommen. Heute hatte ich Training mit der D-Jugend, mit unserer Mannschaft. Und danach habe ich bei der Altern- oder Altliga mitgespielt vom Verein. Wieder gegen die Pille zu pölen oder man sagt, gegen den Ball wieder zu treten. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Bin jetzt auch im Arsch und nochmal danke, dass ich mitmachen durfte an euch. Das hat richtig Bock gemacht und ich versuche das jetzt mal öfters mitzumachen. Auch mal vielleicht einen Samstag bei der Altliga mitzuspielen. Dieses Gras riechen auf dem Platz oder die Asche schmecken, das macht wieder Spaß. Ja, und eine Neuigkeit bei Schalke. Ein Japaner kommt angeflogen zu uns und das freut mich sehr. Weil wir haben ja immer gut mit unseren japanischen Freunden gehabt, wenn wir Spieler bei uns hatten. Ich sag nur Ushida, was der da über rechte Seite abging. Sympathischer Kerl damals. Und jetzt kommt ein Japaner zu uns, Innenverteidiger. 24 Jahre, gehört Manchester City, aber City hat ihn damals gekauft aus Japan bei Kawasaki Fronte, hieß die Mannschaft. Aber bemerkenswert, er hat nie ein Spiel für Manchester City gemacht oder gespielt. Aber die haben in ihm was gesehen, dass er ein Talent hatte. Deswegen haben sie den an Groningen, in der holländischen Liga ausgeliehen. Ja, und jetzt leihen wir uns den aus für ein Jahr plus Kaufoption. Wenn wir aufsteigen sollten und die Kaufoption ist, glaube ich, bei 4 Millionen. Ja, wer ist dieser Itakura? Das ist wieder ein spezieller Name für mich. Ja, ich habe mir auf YouTube mal ein paar Szenen angeguckt von ihm. Ey, was auf uns zukommt mit diesem Innenverteidiger, leck mich am Arsch, finde ich den Jungen gut. Ehrlich, auch wenn das jetzt holländische Liga ist, Arschling. Aber seine Art und Weise, wie der die Innenverteidigung da spielt. Kopfballstark. Wie der die Tacklings gewinnt. Die Grätsch, ihr müsst euch mal gucken, wie er die Bälle reingrätscht und die Bälle-Zweikämpfe gewinnt. Der hat überhaupt gar keine Angst. Sein Zweikampfverhalten, das müsste, er geht mit einer Energie in die Zweikämpfe rein. Und wenn er den Ball erobert, was ich richtig Hammer bei dem Jungen finde, wenn er den Ball erobert, wie er sofort den Ball weiterspielt, er schaut, wo kann man, er kann das Spiel von hinten auch eröffnen. Er ist wirklich, der hat eine Dynamik. Ich freue mich schon auf diesen Spieler, der Ko Itakura. Ich hoffe, der Name wird mir noch auf die Zunge kommen. Itakura, willkommen beim geilsten Club der Welt. Morgen ist der Medizincheck und wenn alles über die Bühne, alles gut läuft, dann haben wir einen neuen Spieler. Erstmal eine Leihe, dann eine Kaufoption. Ich denke mal nicht, dass er Samstag von Anfang an spielen wird. Denke ich mal nicht, bis Medizincheck. Und dann ist Freitag, kann er nur einmal trainieren. Denke ich mal nicht. Aber auf den können wir uns wirklich freuen. Ich freue mich auf den, was ich gesehen habe, was der drauf hat. Ey, so einen brauchen wir hinten in der Verteidigung. Und, ach so, und wenn der Paulsen mal ausfällt, der kann auch defensives Mittelfeld spielen. So einen im defensiven Mittelfeld wäre auch nicht schlecht. Nur zur Info, seine Nebenposition, defensives Mittelfeld. Ja, und noch ein Spieler dazugekommen, kenne ich absolut nicht, vom VfB Stuttgart, Darko Kulinov, 21er mazedonischer, nordmazedonischer Nationalspieler. Ja, Flügelspieler, links außen, kann auch rechts außen spielen, soll Dynamik schnell sein, kommt vom VfB Stuttgart. Eine Leihe, aber ohne Kaufoption. So, aber über ihn kann ich nicht sagen. Hab mich auch mal ein bisschen nachrecherchiert über YouTube. Aber ich habe da nur Kleinigkeiten gefunden, aber da konnte man nichts sehen. Ich glaube, das war nur Jugendzeit, was die da gezeigt haben. Da lasse ich mich wirklich, wirklich überraschen über diesen Flügel, weil wir brauchen einen schnellen Flügelflitzer. Er wird aber bestimmt auch keine Option sein, erstmal für die Anfangsformation. Aber jetzt haben wir wenigstens in der Breite des Kaders haben wir jetzt mehr Optionen, wenn mal wirklich frischer Wind kommen sollte, mal für die zweite Halbzeit, weil wir bei uns in der zweiten Halbzeit, wenn wir wechseln, das manchmal überhaupt nicht klappt. So haben wir einen breiten Kader, so kann sich jeder zeigen und sagen wir mal, herzlich willkommen,
an beide Spieler nochmal, an Ko Itakura und Darko Kolinov beim geilsten Club der Welt. Ich freue mich schon, euch zu sehen, wie ihr drauf seid. Schreibt ihr in die Kommentare, was ihr zu den beiden Spielern sagt. Vielleicht kennt ihr die noch besser als ich, aber über Itakura habe ich nachgeschaut. Ich freue mich saugeil auf den. Freue mich schon, den spielen zu sehen. Und bei den Darko müssen wir erstmal abwarten. Wenn ihr die kennt, schreibt in die Kommentare, wie ihr die findet. Oder ihr könnt mir sagen, wie die drauf sind. So, ich gehe jetzt erstmal nach Hause duschen. Und dann erstmal auf Couch ein bisschen chillen. So, wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Euer Schalker. Ciao.